Wir sind jetzt auf der Google-Startseite. Dann kann man hier über die Pünktchen auf Meer und dann Flüge klicken. Dann öffnet sich hier schon eine Maske. Google hat schon erkannt, dass ich mich in Berlin befinde. Von da aus würde ich auch fliegen wollen. Deswegen lasse ich das mal so stehen. Das Flugziel braucht man erstmal nicht eintragen und die Daten können auch erstmal so stehen bleiben, wie sie vorausgewählt sind. Man klickt jetzt hier einfach erstmal auf Entdecken. Dann öffnet sich hier so eine schöne Karte von Europa mit verschiedenen Flugpreisen, die jetzt erstmal nicht so günstig sind, wie man sehen kann. Das liegt natürlich an dem ausgewählten Zeitraum, der sehr kurzfristig ist. Aber es gibt hier einen tollen Trick. Und zwar, wenn man hier auf das Kalendersymbol klickt, kann man hier oben entweder die genauen Reisedaten auswählen oder flexible Reisedaten. Das finde ich persönlich sehr praktisch. Und zwar, angenommen, ich möchte im Juli fliegen, ausgerechnet zur Ferienzeit, aber vielleicht bleibt mir keine andere Wahl. Im Juli dann eine Woche, wählt man aus, dann sagt man fertig und hier sieht man schon, dass es tatsächlich sehr günstige Preise gibt. Mitten in den Sommerferien, zum Beispiel nach Palma de Mallorca für 102 Euro hin und zurück, wohlgemerkt. Dann könnte man auch für 57 Euro nach Mailand fliegen oder für 129 Euro nach Dubrovnik in Kroatien, also durchaus auch alles schöne Urlaubsorte. Man kann hier noch auswählen bei Stopps, dass man nur nonstop fliegen möchte, weil manch einer hat vielleicht keine Lust, nochmal umzusteigen, wenn man eh nicht so viel Zeit hat zum Reisen. Ja, und dann kriegt man hier halt eben nur die Nonstop-Verbindungen. Man kann hier auch reinzoomen. Dann gibt es noch mehr Orte, die angezeigt werden. Venedig 77 Euro. Dann München wird mir angezeigt. Okay, da sieht man aber hier auch schon, München ist eine Bahnverbindung. Macht auch Sinn, dass Google das dann ausspuckt, weil ich möchte natürlich nicht die kurze Strecke Berlin-München fliegen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist noch. Ja. Das ist das eine. Dann gehe ich mal wieder hoch. Ja, was auch noch praktisch ist, man kann diese Karte hier aufziehen. Ich habe übrigens so eine große Maus. Nicht wundern, damit auch jeder das erkennen kann, wo ich hier rumnavigiere. Sieht ein bisschen witzig aus. Ja, wie gesagt, man kann dann auch hier ein bisschen rumscrollen auf der Welt. Angenommen, man möchte vielleicht mal nach Bangkok oder nach Vietnam. Ja, dann muss man hier natürlich wieder auswählen, beliebige Anzahl von Stopps, weil es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, keine Direktflüge dorthin oder kaum. Dann wähle ich mal aus. Ja, ich glaube, ich wähle mal August aus. Ist vielleicht nicht unbedingt die Hauptreisezeit, aber ja, da sieht man, gibt es günstige Flüge nach Bangkok für 766 Euro oder auch nach Hanoi in Vietnam 762 Euro. Wieder hin und zurück alles. Ja, finde ich einen doch sehr praktischen Trick, mit dem man viel Geld sparen kann. Man kann sich auch inspirieren lassen, wenn man jetzt irgendwie sieht, okay, das Ziel, wo ich hin wollte, ist mir in dem Zeitraum, wo ich Zeit habe, Urlaub zu machen, zu teuer. Kann man halt ganz gut gucken, was für Alternativen gäbe es noch. Und ja, sollte jeder einfach mal ausprobieren. Man kann wirklich viel Geld damit sparen. Aber noch ein Hinweis, also gerade bei jetzt den Flügen innerhalb von Europa sind es ja meistens Billigfluglinien wie Ryanair, EasyJet und so. Da ist davon auszugehen, dass diese Flüge immer ohne Gepäck und ohne Sitzplatzreservierung sind. Also ein bisschen was draufrechnen muss man wahrscheinlich schon noch. Aber trotzdem ein praktisches Tool zum Geld sparen.